Hallo und herzlich willkommen zurück zum, ja, Let's Play Control. Letztes Mal haben wir ein bisschen einiges erfahren über Dylan und uns und unsere Kindheit. Warte. Nee. Genau, und ja, jetzt geht's schon weiter. Suche den Dia-Projektor. Gut, warum sind wir eigentlich dann nicht drauf? Na egal. Phase 1b, Mülldeponie. Therapiesetzung von uns in 2010. Das zweite Dia hieß die Wiese, aber es war in Wirklichkeit nur ein leeres Grundstück voller Unkraut. Es gab eine Hütte und eine Telefonleitung. Doch dort roch es nach Blumen. Es war sehr intensiv, berauschend. Wir hatten dort verrückte Träume. Das muss an den Geruch gelegen haben. Ich mochte ihn nicht. Ich mochte es nicht, die Kontrolle zu verlieren. In den Träumen schmolz alles. Und dann, als wir aufwachten, war alles um den Projektor herum geschmolzen. Neil war richtig wild drauf. Wir fanden heraus, dass er immer öfters allein hingegangen war. Dann prügelte Tom das Geheimnis aus Neil heraus und fand den Projektor. Er und seine Kumpanen nahmen ihn. Dylan Faden, Interview 2002. Wir glauben, dass sich Neil in der Wiese verirrt hatte, als Tom das Dia wechselt. Aber das war nicht, was passiert war. Existenz einer weiteren Dias-Bezeichnung Wiese. Aber was war denn passiert? Dylan. Es ist alles da. Unser Haus, unsere Schule, der Wald, die Müllhalde. Was zum Henker? Stage 4. Das ist unser Haus. Anscheinend. Stage 3. Das ist die Schule. 2. Und 1. Krassomatico. Die kaputt machen. Egal. Gut. Ein bisschen aus dem Licht rausgehen. Ja, krass, dass die die ganzen. Wow.
und den Dia-Projektor in der Müllhalde vor der Stadt. Haben Sie die auch nachgebaut? Bewahren Sie ihn dort auf? Ja, wahrscheinlich. Irgendwo... Warte mal. Ja, nee. Haben sie die komplette Müllhalde nachgebaut? Und die müssen wir jetzt... Letztes finden. Mal haben Sie ein Gedicht erwähnt. Von Thomas Zane? Ja. Hinter den Schatten, mit denen du dich zufrieden gibst, wartet ein leuchtendes Wunder. Ich habe das recherchiert. Ich fand keinen Dichter namens Thomas Zane, nur einen europäischen Filmemacher, der in den 60ern hierher gezogen ist. Was? Ich... Ach, wie auch immer. Es passt zu Ihnen, das Gedicht, wie Sie die Dinge sehen. Haben Sie es vielleicht selbst geschrieben? Nein. Sie sagten öfter, dass Sie sich fühlen, als würde ein Teil von Ihnen fehlen. Können wir darüber sprechen? Okay. Gut. Ich fühle eine Leere. Eine Sehnsucht nach etwas, das ich verloren habe. Es ist ganz normal, dass Sie so fühlen. Sie haben ja Ihren Bruder und Ihre Eltern. Nein! Nein, Dylan ist nicht tot. Und das ist Sie es nicht. Sie sprachen von Ihrer imaginären Freundin aus der Kindheit. Polaris. Sie kam zurück. Nach langer Zeit. Sie ruft mich. In einem Traum. Zeigte sie mir Dinge. Jessie. Es fühlte sich völlig real an. So real wie das, was in Ordinary passiert ist. Der Industrieunfall in Ihrer Heimatstadt? Den Polaris verursacht haben soll? Nein, kein Unfall. Es war kein Industrieunfall. Und Polaris hat es nicht verursacht. Sie hat mich und Dylan gerettet. Jessie. Nein! Es war eine Geheimsache. Die Regierung weiß davon. Es waren Agenten dort. Agenten von... Oh, ich weiß nicht. Sie nahmen Dylan mit. Sie... Ich werde sie finden. Ich gebe nicht auf. Polaris will, dass ich nach New York gehe. Dort gibt es ein Haus. Ich muss bald los. Ich muss zu einer ganz bestimmten Zeit dort sein. Etwas sehr Wichtiges wird dort passieren. Jessie, wir können Sie nicht gehen lassen, solange Sie nicht gesund sind. Und dazu müssen Sie verstehen, was real ist und was nicht. Wir waren eingewiesen, oder? Waren wir in der Klapse? Ja, naja, also... Kann ja passieren, ne? Also ich meine, wenn die Leute denken, dass... Also wenn die... Behörde das alles verschwiegen hat. Gut. Also. Details beruhen größtenteils auf Interviews mit Dylan, Faden und beschaffte Therapiesitzungen von Jessie Faden sowie Indizbeweise, die am Standort Ordinary gefunden wurden. Bitte beachten Sie, dass alle drei... Da haben wir doch schon. Oder? Genau, ja, das haben wir schon. Ist es wieder die falsche? Nee. Gut, haben wir schon gelesen. Jetzt geht's weiter. Mülldeponie von Sie Ordinary. Sie brachten die ganze Müllhalde hierher, mitten nach New York. Und niemand hat es gesehen. Unglaublich. Ist schon echt krass, das stimmt.
Auf Anordnung von Dr. Dillon müssen sämtliche Arbeiten an der Mülldeponie von Ordinary sofort eingestellt werden. Die Ressourcen werden der Abteilung zugewiesen. Weitere Details folgen. Dieser Bereich wird zum Monatsende versiegelt. Bitte entwerfen Sie bis dahin alle persönlichen persönliche Habseligkeiten, jegliche Lichtbilder, wie Sie in den in Dia-Projektoren Anwendung finden, die Sie in diesem Bereich gefunden haben, müssen sofort an Dr. Darling übergeben werden. Ja. Warte, ich gehe mal ganz hoch. Die haben halt einfach eine verdammte Mülldeponie hier. Sogar den Bulldozer. Okay. Gar nicht übertrieben. Hintergrund, Wolf Globus. Das Objekt wurde in David Wolfs Dachwohnung gefunden. Gegen Mr. Wolf lief zur damaligen Zeit eine Untersuchung bezüglich seines illegalen Handels mit gewandelten Materialien. Agenten der Behörde führten eine Razzia in seiner Wohnung durch und stellten eine Vielzahl an paranatürlichen Habseligkeiten sicher, darunter sowie dieses Objekt. Mr. Wolf wurde festgenommen. Zusätzliche Materialien. Warum sollte ein 36-jähriger Bay Street Investment Banker, der unerhört reich und mit einem Model, verheiratet ist, einfach so über Nacht verschwinden? Das ist die Frage, die der Schickeria in Toronto in der letzten Woche nachts den Schlaf geraubt hat. Verdammt. Der Polizei zufolge wird der Fall untersucht. Eine durchgeknallte Radiosendung in den Staaten behauptet, er wäre von Illuminaten. Achso, ja, klar. Er wäre den Illuminaten beigetreten. Doch ich bin der Meinung, dass Mr. Wolf von Job und Familie genug hatte und sich in ein abgelegenes Strandparadies abgesetzt hat. Er süffelt bestimmt gerade mal teils, während die Welt ihn für tot hält. Wäre ihn auf jeden Fall lieber, glaube ich. Fliegen, aber okay. Muss ja nicht. Nochmal oder was? Wow! Wieso sind die wieder da? Kacke hier. Ich kündige. Aber wie viele wollen denn noch kommen?
Fertig jetzt. Danke. Oh yeah. Lass uns das Labor checken. Alter, wie viele waren denn das? Na ja, okay, war auch eine große Gruppe hier. Die ganze Müllhalde durchforsten. Kein schöner Job. Kein schöner Job. So. Ah, da ist ja noch eine. So. Dann gehe ich mal weiter. Jetzt bin ich gespannt. Mit sofortiger Wirkung schaffe ich eine neue Abteilung. Dimensionsforschung im Forschungssektor. Dorthin gebe ich den Dia-Projektor. Sie wird Mittelpunkt meiner Arbeit. Der Standort Ordinary bleibt bestehen. Wir gehen zurück. Ich weiß nicht wann. Darling hat den Projektor zum Forschungssektor gebracht. Er hat eine eigene Abteilung dafür geschaffen, wusste also, dass es wichtig war. Die Dimensionsforschung. Das ist unser nächstes Ziel. Finnischer Tango. So, dann. Ne. Ja. Komm. So. Uiuiui. Dann gehen wir mal zurück, ne? Vergessen. Das haben wir. Wow. Wir durchbrechen alles. Oh, hier gibt's noch was. So, Therapiesitzung 2010 von uns. Wir gingen rein und trafen Polaris wie ein Stern. Sie sagte uns, dass wir etwas Besonderes waren. Entschuldigung. Sie machte uns zu etwas Besonderem. Es fühlte sich an, als würden wir geboren oder wiedergeboren und erblickten die Welt zum ersten Mal. Vertraut doch irgendwas anderes. Oder irgendwie anders. Nochmal, wir, Polaris erzählte uns, wie man den Projektor ausschaltet. Die Dungaffen und die Nichtmutter kamen direkt auf uns zu. Dylan weinte. Ich schaltete den Projektor aus und sie waren weg. Alles war vorbei. Ich nahm alle Dias und verbrannte sie. Alle bis auf die Hand. Okay. Ja. Dann ist das Zischen wirklich von dem Projektor ausgegangen. Gut. Fähigkeiten 3.
komm. Leben ist jetzt sehr wichtig. Schnell reisen, bitte. Schnell reisen. Forschung. Ritualabteilung. Zentrale Forschung. Dann schauen wir mal. Gut, jetzt sind wir in der zentralen Forschung. Wo müssen wir hin? Wir müssen gegenüber hin. Hi. Fertig. Super. Immer dieser Stress. Und hier sind wir. Uiuiuiui. Brandschneiden. Warst du das schon? Kaputt. Kontaktiere den Hausmeister, wenn du durchgehst. Kaputt? Wie viele Sackgassen gibt es hier denn? Wir müssen Arti finden. Ja. Ich nehme mal seine Musik mit. Okay. Oh, ist das geil. So ein Kartenlabyrinth. Das ist nice. Oh. Okay, es ist kaputt. Hausmeisterbüro. Gut, aber das machen wir erst in der nächsten Stunde. In der nächsten Stunde. Ich höre mich an wie ein Lehrer, ne? Gut. Also, Wartung. Hausmeisterbüro.
Ja, das ist das Nächste. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.